Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Nach langer, langer Zeit habe ich endlich wieder das Steam-Problem lösen können. Also, ich habe meinen Account wieder, damit auch meinen Spielstand und mein Spiel. Und kann damit endlich weitermachen. Hat jetzt lang genug gedauert. Ich wollte aber währenddessen Digimon nicht hochladen und weitermachen, während ich Final Fantasy nicht weitermachen kann, weil ansonsten wäre immer nur ein Video gekommen. Das fand ich ein bisschen blöd. Ich habe dafür an was anderem gearbeitet, was ich aber auch nicht angefangen habe hochzuladen. Das wird dann wahrscheinlich auch demnächst parallel zu diesen zwei Projekten kommen. Und zwar wird das mal etwas, anderes sein. Einfach nur so eine kleine Videoserie, die auch nicht unbedingt lange gehen wird. Also so 5, 6 Videos habe ich, glaube ich, oder so. Und mal sehen, ob da dann vielleicht ein paar dazukommen. Das wird so ein endlos Nebenbei-Projekt vielleicht wieder mal, wie es zwischendurch auch mal der Fall mit Showdown und sowas war. Showdown, Yu-Gi-Oh! Etc. So. Es gibt jetzt hier in diesem Gletschergebiet, wir haben schon eine wichtige Sache gefunden, das war der Zusatzschlag. Die nächste wichtige Sache. Dafür müssen wir erstmal nach Süden. Hat sich den südlichen Ausgang wieder. Welcher? Irgendwo dort sein muss. So, hauen wir den mal weg hier. Ah, unser Zorn ist wieder weg. Aber den werden wir uns demnächst wiederholen. White Razor. Oh, kein Schaden für Sid. Das ist cool. Ah, die Dinger halten ganz schön viel aus. Zwei komplette Runden. Oh, da funktioniert aber die Todesstoß-Kombo von Cloud. Ah ja, wenn nicht in Zornzustand ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so funktioniert, natürlich etwas höher. Aber ich verzichte trotzdem nicht gerne auf meinen Zornmodus. So, Sid konnte einmal mehr seine Lanze einsetzen und lernt auch endlich Dynamit. So, sein zweites Limit. Endlich. Prüfen. Greift alle Gegner an. Genau. Er schmeißt dann so ein bisschen mit TNT um sich. So, wir müssen, glaube ich, hier längs. Und ich hoffe, wir kommen an die richtige Stelle. Wir müssen nämlich eigentlich... Ja, das sieht schon mindestens schon mal ganz gut aus. Die Zusatzschlag-Substanz haben wir bekommen, weil wir damals auf dem Berg nach oben gegangen sind. Und ja, wir sind richtig. Und zwar ist hier nämlich eine heiße Quelle, an die wir irgendwie ran wollen. Da oben dann wahrscheinlich, ja. Kommt nicht mal ein Kommentar dazu, okay. So. Jetzt wollen wir wieder zurück in die Schneelandschaft. Also hier hoch. Halt ich mal bitte schnell selber. Vorher noch irgendein Unglück passiert. So. Sid hat den Schutz drin, damit er öfter sein Limit einsetzen konnte. Was jetzt natürlich ein bisschen hinfällig ist, weil jetzt muss er auch viele Gegner töten. Genauso wie die anderen beiden. Aber das Dynamit will ich auch noch zeigen. So. Wir wollen jetzt wieder in das Schneegebiet, wie gesagt. So. Hier gehen wir jetzt kurz ein bisschen nach oben. Damit wir einfach einen guten Startpunkt schon mal haben. Und gehen jetzt möglichst nach Osten. Was irgendwo da ist. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob ich selber ein bisschen südlich jetzt gefallen bin. Es kann sein, dass wir jetzt wieder an der heißen Quelle rauskommen. Dann hätte ich einen kleinen Fehler gemacht, aber... Mein Gott. Passiert ist es denn.
Problem an sich. Und Weiterklaue wird geblockt. Und danach kriegt er aufs Gesicht. So. Wie gesagt, jetzt ist es eigentlich relativ egal, wer was killt. Denn momentan brauchen alle drei Kills, um ihre neuen Limits zu bekommen. So. Nein, das sieht richtig aus. Wir müssen nämlich östlich in dieser Schneelandschaft lang gehen. Denn so erreichen wir einen Ort, den man nur so erreicht. Aber wir brechen zusammen. Verdammt, warum? Viel schneller geht das kaum. Hm. Nach einer Weile bricht man nämlich auch mal zusammen vor Kälte. Und landet dann wieder dort oben. Was uns beim ersten Mal nicht passiert ist. Sondern wir haben es bis zum Haus ohne Zusammenbrechen geschafft. Und vielleicht bin ich deswegen jetzt noch zusammengebrochen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann im Weiteren geregelt wird. Ist auf jeden Fall ein bisschen blöd, dass es so noch gezählt hat, dass wir jetzt umgefallen sind. Weil wir waren ja nun wirklich nicht lange jetzt hier. So. Und auch wenn es nur ein Gegner ist, zeigen wir natürlich direkt das Dynamit. Er holt eine TNT-Stange, zündet sie an seine Zigarette an und wirft sie auf den Gegner. Ja. Bei Sid bekommt man genau das, was er verspricht. Nämlich einmal Dynamit ins Gesicht. So, wir müssen trotzdem immer noch jetzt wieder zur heißen Quelle. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch gezählt hat. Ups. So. Ja, man muss direkt in einem Rutsch die heiße Quelle berühren. Und dann wieder da hochgehen. Ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Flups. Und wieder hoch. Wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig. Jedenfalls, was ich, glaube ich, sagen wollte noch vorher, was ich jetzt nicht geschafft habe. In diesem einen Screen, wo man oben auf dem Berg ist, das ist kartentechnisch gesehen unten rechts. Wenn ich jetzt so rum bin, müsste ich jetzt nach links. Ich hoffe, ich bin gerade richtig. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, ich muss jetzt von hier nach Osten. Ich bin mir aber nicht sicher. Also von hier aus jetzt nach rechts. Ich glaube, die Höhle zeigt mit dem Ausgang nach Süden, das meine ich. Getroffen. Schade, aber auch. Aber wie gesagt, das ist so ein Zusatzschlag, den man immer mal gerne nutzen möchte. So, und hier jetzt eigentlich nach Osten, ne? Ist irgendwie da lang. Darum. Ich hoffe, das ist richtig und ich hoffe, ich falle nicht schon wieder um. Ach, kommt schon, Monster. Lass mich doch mal kurz ein bisschen in Ruhe, wenigstens. Nur ein bisschen. Ich meine, okay, ich nehme euch natürlich gerne mit, weil, wie gesagt, ich brauche die Kills, aber das war's halt auch schon. 1 und 3, what? Hier sowas. Gut, dann heilen wir kurz nochmal mit ihm. Der darf dann bei der nächsten Gruppe das Dynamit werfen.
Hat das noch mehr Sinn, als jetzt hier sein Limit rauszuschmeißen? So. Ich bin trotzdem mal dafür, dass ich mal jetzt demnächst die neuen Limits lerne. Ja, ich bin wieder richtig. Ich hoffe nur, dass ich das, wie gesagt, diesmal schaffe. Und nicht direkt zusammenbreche. Sieht aber nicht so aus. Das war nicht die Höhle, nee. So, noch eins weiter. Jetzt bin ich hier. Das müsste der Ort sein, genau. Hier ist jetzt eine Höhle. Und diesen Ort kann man eben nur erreichen, wenn man östlich durchgeht. Also in diesem Schneesturm östlich. Ansonsten kommt man nicht auf diesen Screen. Man kommt von diesem Screen wieder auf andere Karten. Und man kommt eben von diesem zu diesem Screen kommt man nur von dem einen. Also nicht aus der anderen. Wenn ich jetzt zurückgehen würde, von dem einen würde ich nicht wieder zur Höhle kommen. Wenn ich hier jetzt südlich rausgehen würde. Ist ein bisschen merkwürdig, aber lässt sich wohl nicht ändern. Genauso ähnlich verhält sich mit dem, was ich immer noch nicht ausgeführt habe, mit dem Sprung. Unten rechts auf der Map, wie gesagt, wenn man da ganz oben durch den obersten weggeht, wie ich, wo ich eben die Substanz gefunden habe, dann kommt man zwei Screens weiter zu diesem Ding. Geht man allerdings andersrum dahin oder woanders lang, kommt man zwar auch an derselben Stelle raus, aber man kommt eben nicht in den Kombinationsangriff. Deswegen kann man den ziemlich leicht verfehlen. So. Das Interessante jetzt wird es aber erstmal wieder sein, mich kurz zu heilen. Und jetzt hier reinzugehen. So, denn hier ist diese nette Dame. Und ich weiß jetzt nicht genau, was sie sagt, wenn man nicht die heiße Quelle vorher anspricht. Aber wenn man sie anspricht vorher... Ach, du hast vielleicht Nerven, mich mit den gleichen schmutzigen Händen zu berühren zu wollen, wie diese dreckige heiße Quelle angefasst haben. Das werde ich dir nie verzeihen. Und Bossmusik. Wobei ich finde, das ein bisschen übertrieben ist, für sie eine Bossmusik zu machen, aber okay. So, machen wir mal einen Kometzauber, den habe ich vielleicht auch noch nicht gezeigt, deswegen nutzen wir den mal. Ich glaube, sie kontert mit L2, wenn ich das gerade richtig merke. Hm, interessant. Ich warte jetzt trotzdem erstmal auf den Kometen und haut danach die Kimura raus. Boom. Schaut euch das an. 2000 Schaden. Das können wir jede Runde raushauen. Komet ist definitiv ein ziemlich starker Zauber. Warum? So, dafür, dass wir sie jetzt besiegt haben, bekommen wir eine neue Aufrufsubstanz. Alexander. Kuyata hatte ich, glaube ich, jetzt mal schon gezeigt. Das war dieser Stier. Das heißt, als nächstes wird dann mal Alexander gezeigt. So. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Sachen, die es hier zu zeigen gibt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt bin ich da oben. Wie komme ich denn am besten jetzt noch darüber? Hm. Es gibt noch zwei kleine Sachen, die man zeigen kann, rein theoretisch, die man aber nicht unbedingt haben muss. Es gibt noch so ein paar kleine Items versteckt. Ein Sicherheitsbit kann man noch sammeln. Da werde ich mal, denke ich, gucken, dass ich den mir hole noch. Also so ein paar kleine Sachen gibt es noch. Und die werde ich jetzt auch alle in diesem Part machen. Auch wenn der deutlich ein bisschen länger wird, aber dann können wir das Gebiet hier abschließen. Das wäre nämlich schon um einiges schöner. So, zweimal Schildwurf, au. Irgendwie treffen wir ihn gerade nicht. Was mir nicht unbedingt gefallen will. Kann ich ihn vielleicht mit Zauber? Ah genau, ich weiß, was ich machen will. Ja, mit Zauber treffe ich aber auf jeden Fall. Vielleicht liegt es daran. Okay. Nehme ich gerne an. Nicht allzu viel. Allzu wenig Erfahrung. So, wie gesagt, wenn ich jetzt hier runtergehen würde, komme ich runter vom Berg.
Aber würde ich jetzt versuchen, von derselben Position, wie ich jetzt hier runterkomme, wieder hochzugehen, würde es nicht funktionieren. Denn hier sind wir wieder da, wo ich den Zusatzangriff bekommen habe. Wie gesagt, hier oben muss man dann rauskommen, um eben an diese Substanz zu kommen, wo man nochmal zusätzlich draufhauen kann. So. Jetzt sind wir allerdings da. Das heißt, von hier kommen wir... Wo will ich denn genau hin? Am besten zu Gebiet 4. Komme ich auch von da nicht hin. 9 und 8. Von 9 würde ich da hinkommen. Also muss ich den mittleren Weg gehen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier so eine kleine Karte, wo das in Gebiete eingeteilt ist, damit ich auch ungefähr eine Übersicht habe, weil ein bisschen verwirrend ist das schon. Man hat eben diese zeitliche Begrenzung, weil man irgendwann umfällt. Warum auch immer. Weil es kalt ist halt. Aber ja. So. Nope. Weg mit dem Wolf. Der überlebt. Ich glaube, dreimal daneben. Wow. Ups, und das war Abwehr und nicht Angriff. Aber dann erledigt das eben Sid. Auch in Ordnung. Sid braucht momentan sowieso noch weniger Kills als die anderen beiden, weil er ja nur Stufe 2 hat. So. Dann schauen wir noch hier rein. Wir gehen weiter den Berg hinunter. Und müssten jetzt an einem Baum landen. Ah, 3 Screens. Ja, genau. Und hier müssen wir jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich schaue noch mal, lieber nochmal nach, nach unten gehen. Okay. An diese Stelle kann ich mich nicht mal erinnern. So viel dazu. Ja, jetzt Alexander einzusetzen, ist halt auch nervig. Oder bringt nicht viel gegen einen Gegner. Und dann doch lieber erst, sobald ich wenigstens 2 Gegner damit treffe. Okay, das ist einfach nur wieder so ein Übergangs-Screen, den ich einfach nur nicht oft gesehen habe. So, ich komme jetzt schon mal Alexander raus. Das jüngste Gericht. Da haben wir Alexander. Eine Beschwörung, riesig wie eine Stadt. Und verdammt viel Schaden. Aber auch ziemlich viele MP, die da wegfliegen. Ah gut, das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein Final Fantasy 9 Ding dann. Das wurde so übernommen, so ein bisschen, diese Beschwörung. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, aber wer Final Fantasy 9 kennt, weiß, was ich meine. Zumindest gibt es da Parallelen. So, hier haben wir ein kleines Spiel. Sobald wir auf eine Eisscholle springen, drehen sich die anderen wieder weg. Das heißt, man muss sehen, dass man sich nicht irgendwo einbaut. Würde ich jetzt nach rechts springen, könnte ich dahin weiter. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Situation. So komme ich da rüber. Kann noch dahin. Jetzt dürfte ich zum Beispiel nicht nach oben, weil sonst dreht sich alles rum und ich habe verloren. Deswegen gehen wir erstmal hier runter wieder. Drehen eine kleine Runde. Und jetzt hierher. Und jetzt hier rum. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich den besten Weg hier nehme. Wohl eher nicht. Aber ich nehme einen Weg, wo ich weiß, dass ich sicher rankomme.
bestimmt schneller. Hier haben wir auch noch eine Höhle, in welcher wir den Sicherheitsbit finden. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob das... Ja, das war das hier. Schütze mich vor Todversteinerungen und allmähliche Versteinerung. Ist meiner Meinung nach nämlich auch eine ziemlich gute Sache. Tod ist eh immer nervig und Versteinerung sowieso. Und deswegen ein gar nicht mal so schlechtes Item. So. So, ich weiß gerade gar nicht, ob wir hier jetzt einfach uns ins nasse Kalt fallen lassen könnten. Aber es geht ja auch so recht schnell. So. Okay. Haben wir das noch gemacht? Es gibt noch so ein paar Gebiete, wo wir hin könnten, aber auch nicht unbedingt hin müssen. Zu Gebiet 3 gehen wir jetzt mal. Ups, das bin ich wieder dahin. Natürlich immer alles noch vorausgesetzt, ich fahre jetzt nicht gleich um. Was auch jederzeit wieder passieren könnte jetzt. Was aber auch nicht schlimm wäre, weil dann könnte ich von oben einfach da lang gehen, wo ich hin möchte. Dynamite! Boom! Oh, es hat sogar nicht ganz gereicht für nein. Okay. Auch nicht schlimm. Nehme ich trotzdem. Das sind nochmal zwei Heat-Tränke. So. Wir wollen jetzt hier entlang. So, genau, sind jetzt hier. Und brechen zusammen. Na gut. In dem Gebiet gibt es nämlich noch eine Gemütskapsel. Irgendwo. Relativ weit oben. Aber es wäre nicht mal wichtig. Ich will mal kurz meine MP wieder auffrischen. Falls du mir das lässt. Sehr schön. So. Das war aber, wie gesagt, auch nicht weiter wichtig. Das einzig Interessante ist jetzt eigentlich noch etwas, was sogar einigermaßen nützlich ist. Deswegen will ich es noch zeigen. Ich sag noch so als kleines Extra. Okay. Ja. Da habe ich gerade den, Übergang gebuggt. So, hier müsste ich jetzt dann eigentlich nach Westen. Ich gehe noch ein bisschen nach unten, aber rein theoretisch sollte ich da nach Westen irgendwie. What? Okay. Ich denke mal, das sollte richtig sein. Das sehe ich gleich, wenn ich ankomme. Wobei ich halt nicht weiß, ob sie in der Steam-Version das rausgenommen haben. Aber ich denke mal eher nicht. Sehr verwunderlich, wenn sie mal irgendwelche Fehler im Spiel beheben sollen. Gibt es denn sonst noch irgendwo was Interessantes? Ich schau mal noch kurz. Eigentlich sonst alles. Es fehlt jetzt tatsächlich auch nur noch das eine, also diese Gemütskapsel, die ich gemeint habe, die man noch finden konnte, und in diesem einen Wald, den wir waren. Die können wir mal noch mitnehmen. Die vermisse ich aber nicht unbedingt. Ja, das war gerade mein Handy. Weil ein YouTube-Video hochgeladen wurde von jemandem, den ich abonniert habe. Mein Handy gerade nicht stumm geschaltet ist und darauf schaue ich gerade nach dem, nach der Karte, deswegen. Man das jetzt gerade kurz gehört.
So. Ah ja, wie gesagt, diese Gemütskapsel, die ist jetzt nicht sonderlich wichtig, die muss man nicht unbedingt mitnehmen. Noch das, was jetzt noch holt, ist nicht unbedingt wichtig, aber es ist so ein nettes kleines Ding. Sagen wir es mal so. So. Wie gesagt, da ich das jetzt eh noch in diesem Part mache, verlieren wir dadurch auch nicht wirklich Zeit. So. Und zwar hier in diesem Gebiet gibt es hier diese Höhle, in der man jetzt... Na, komm schon. Oh, ihr. Zaubern wir mal Hass. Dann kloppt man dich kaputt, bevor du irgendeinen Scheiß machst. So, bam. Okay, nichts. Bam. Einen Versuch ist das immer wert. So, Yuffie wird geheilt dadurch. Sehr schön. Poke. Ah, das trifft Zed immerhin. Und bringt ihn sogar an sein Limit. Okay, nice, weil es definitiv ein Konter, sonst hätte jetzt Zed angegriffen. Aber gut, haben wir das Dynamit raus, dadurch wird hoffentlich die Eiskönigin da gekillt. Nein, leider nicht. Schade. Darauf hatte ich jetzt eigentlich gehofft. Damit Zed den Kill reinhauen kann. Ansonsten könnte es jetzt ziemlich gefährlich werden. Wenn sie jetzt nicht drauf geht, dann kontert sie Zed tot. Also dann kontert sie nochmal ein Eis-2 und dann geht Zed K.O. Sagen wir so. Das ist besseres Deutsch. Aber es hat funktioniert. So, die Lawine. Oh, die sieht böse aus. Zed. Verdammt. Na gut. Da war Zed K.O. So. Gut. Jedenfalls, das nette Ding ist nämlich hier das Item. Ist nämlich ein Elixier. Und man darf es nur einmal andrücken, dann geht man einfach wieder raus aus der Höhle. Geht wieder in die Höhle. Und es liegt immer noch da. Man kann es wieder ansprechen. Und ja, somit kann man sich hier endlos viele Elixiere farmen. Man muss einfach nur das Elixier einmal ansprechen, während die Textbox noch da ist, wieder rausgehen. Denn man kann sich währenddessen bewegen, während diese Textbox da ist. Das ist dieser Bug. Der auch hier nicht gefixt wurde. Gütigerweise. Jetzt wird das Team hier was fixen. Beziehungsweise würden sie auf der Steam-Version irgendwas fixen. Und ja, man kann sich hier halt ewig viele Elixiere farmen. Und nur wenn man es dann wegdrückt, ist das Elixier dann halt weg. Und ja, das will ich jetzt, wie gesagt, auch nicht machen. Man kann es machen, aber es gibt noch eine andere Methode, an Elixiere ranzukommen später. Und aber für den jetzigen Moment wäre das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ihn kann man wirklich nur durch Zauber besiegen. Darauf habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust. Na, man kann das so treffen. Gut. Sehr schön. Dann nehme ich es natürlich mit. Habe ich jetzt auch keine andere Wahl mehr, ne? So gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn wir dann oben von der Hütte aus weitermachen. Wir haben eigentlich alles gefunden, wir haben nur diese eine Gemütskapsel liegen lassen. Und aber die zwei wichtigsten Sachen haben wir gezeigt und den kleinen Bug habe ich auch demonstriert. Insofern
haben wir dieses etwas besondere Spiel abgeschlossen und müssen hier tatsächlich auch nicht mehr hin. Nie wieder im ganzen Spiel. Es sei denn, man will jetzt irgendwelche Gegner hier unbedingt bekämpfen und farmen. Wegen Mord von mir aus oder so, keine Ahnung. Ist ja rein theoretisch möglich. So. Den Kampf mache ich aber schnell noch onscreen. Ah, sehr schöner Schaden. Diesen Klingenstrahl. So, sie kontert da immer so schön weiter mit Eis. Aber Yuffie ist das vollkommen egal. City doch nicht ganz so. Aber Sid holt sich damit immerhin wieder sein Limit ab. Dann sollte ich, glaube ich, meine Heilung jetzt reinziehen. Ja, genau wegen sowas. Also die Typen können mich wahrscheinlich gar nicht besiegen. Also zur Not würde Yuffie alles wegtanken. Oh, 1600 Crit. Sehr schön. Aber man muss es ja hier nicht übertreiben, deswegen hauen wir mal eine Heilung rein. Bevor hier noch ein Unglück passiert. Jawohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann machen wir da oben weiter und machen auch endlich wieder storymäßig weiter. Also, bis dann und ich bin so froh, dass ich wieder aufnehmen kann. Wir sehen uns.